Da können wir jetzt ja gerade die roten Lilien abgeben. Jo, und dann Sollten wir auch schon bald Level auf 14, Stufe 14 da wollen sein, wir ja? nochmal nach Bre gehen, oder? Und Ja, dann zu können wir dem Ausbilder. endlich die Verfolgung Amdis weitermachen, oder sollen wir davor nur die ganzen Aufgaben in dem Stadel oder im Sta in Stadel? Ich denke, Aufgaben Stufe 14 reicht jetzt erstmal für die nächsten paar Story-Quests. Hoffe ich zumindest. Ja, oder wir wollen ja eh alle Aufgaben machen, dann machen wir es doch lieber jetzt, dann rentiert sich's nämlich. Ja. Weil bevor wir mit Level 30 da wieder zurückkommen und dann schauen, und dann bekommst du 200 EP. Denkst du dann so, Ich laufe wieder ach falsch. komm, Nee. Scheiße. Achso, du baust was ab. Ja. Dann gebe ich schon mal die Rosen ab. Die Lilien, meine ich. Was benötigt ihr? Mal wieder mit Gammy Bock sprechen. Welch ein Wunder. Und da oben ist schon wieder Zeug für mich. Was haben wir denn da? Vielleicht mal. Hügelgrabeisen gibt es hier leider nicht so oft. Das wäre mal praktisch. Da könnte ich dann ein bisschen schneller beim Waffenschmied leveln. Ja, aber du musst, dann müssen wir wieder in die andere Gegend zurück später. Ja. Das war hier um Prerum, gell? Und das nochmal Sinn. Sehr schön. Gut. Kannst du ja immer Bronze machen, oder? Ja. Ja. Aber mit Bronze können wir halt beide nicht mehr viel anfangen. Weil da haben wir schon so ziemlich das Beste. So, was nehme ich jetzt? Ich glaube, ich nehme den Zweihänder, weil der ist mehr wert. Ah, fehlt nur einiges. Sprecht mit Falco Hör, da ist Grünhand ja noch auf mehr. seinem Hof. Oder? Achso, nee, das habe ich ja gerade eben abgebaut. Gruppenaufgaben. Ihr habt eure ersten Aufgaben für eine Gefährtengruppe erhalten. Solche Aufgaben sind anspruchsvoll und für eine Gruppe von Abenteurern ausgelegt. Ausgelegt. Im Fenster soziale Kontakte werden Guten die Tag. Gruppierungswerkzeuge angezeigt. Ihr da. Okay. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, dürft ihr. Genau. Anspruchsvoll für eine Gruppe von Abenteurern ausgelegt. Das gefällt mir. Sprecht mit Falco. Swinny. Svinny. Swinny. Ich habe Swinny als Freund. Okay. Gefällt mir. Ein Level 75er. Warte, wer ist der gerade unten? Sieht, Sehe ich glaube ich, das nicht so unten? aus. Jetzt müssen wir erstmal Nee, wieder da steht mit. dann hier 26.8. war es zuletzt unten. Ah. Wie ist das Werte befinden? Sprecht mit Banwart Bolger. Auf seinem Hof. Mein armer, armer Garten. Ja. Banwart Bolger. Toller Name. Genauso wie Banwart Salbeifurt. Oder Banwart Unterberg. Aber Banwart Bolger toppt alles. Ich glaube, das ist er auch schon, oder? Was meinst du? Ja. Ja, steht ja dran. So, rede mit Einen uns, kleiner Moment. Mann. Beschützt Banwart Bolger, während ihr die Räuber zurückschlagt. Okay. Okay. Oh, noch mehr Lebensleisten. Vorne sind uns, kommen Sie. Oh. Na dann mal. Go, Harold. Ich kümmere mich noch um den Schützen. Das hat aber kein Alter. Okay, das war jetzt nicht schwer. Ach, da ist noch einer. So. Das war nicht allzu schwer. Kommen da noch mehr? Ist gar Ja, nicht. da. Dann mal Go Harold. Und ich schnapp mir den Schützen hier. Da geht es alles etwas flotter. Ich glaube, das sind wir gerade in der richtigen Stufe. Wir sind stark genug, um gegen die zu kämpfen. Und Und kommen kriegen noch dafür noch welche. gut EP. Yo. Go. Und anschreien. Sollte kein allzu großes Problem sein. So. Der sei geschafft. Der fehlt noch. Hast du mich gerade geheilt? Ah, sehr gut. Ihr habt erfolgreich die Räuber vertrieben. Steht bei mir auch Perfekt. dran. Gut gemacht. Geht und sagt Falco, dass die Gefahr vorüber ist. Na dann, Okay. tschüss, kleiner Mann. Und da ist schon wieder Erz. Oh je.
Gut, ich habe wieder ein Bärchen. Und du wieder ein Fell? Ach nee. Ach, wenn es sein muss. Ein Schwein. Ein Wildschwein. Ein Borstenfell. Das ist für dich. Jetzt bin ich gespannt, ob wir vielleicht den Levelaufstieg schaffen. Das wäre ja was. Ja, da fehlen aber noch gut 400. Dein leichtes Fell kannst du noch annehmen. Ja, 400 kriegt man vielleicht. Ah, nee, nicht ganz, oder? Guten Tag. Was haben wir denn? Falkus Zerschmetterer. Bleibt doch und nehmt etwas. Ganz knapp, ganz knapp. Falkus ganz, Hammer, ganz knapp. Falkus Kappe. Falkus Kappe bringt. Falkus Kappe, sagst du. Ja, Falkus Kappe. Ja, das andere sieht. Nee, das, ja, Falkus Kappe ist gut. Und Falkus Orin. Wenn nicht, ich kann nichts auswählen. Ja, kannst du auch noch nicht mehr, müssen erst die Aufgabe. Achso, klar, logisch. Falkus Torheit. Und darunter. Besiegt Jasper Schmutzpöter. Pöter. Was? Was? Jasper Schmutzpöter müssen wir besiegen. Wow, 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 wow. Nicht aufgepasst. Ah, super. Achsen brauchen. Ich auch. Und die Harolds wagen auch. Ah, nee. Sind schlauer als wir. Ja, sieht so aus. Wie weit haben wir es denn bis dahin? Och, knapp 300 Meter, das ist nicht allzu viel. Und da ist schon wieder Erz. Ne, reichhaltige Ader ist immer gut. Das ist sehr schön. Oh, das sieht gut aus. 5 Brocken sind jetzt. Das quält mir. Oh je, ist das wieder so eine Schwarzwald-Ruine. Wir müssen mal Vollgas durchmetzeln hier. Und schon wieder eine Mine. Ja. Oder eine Ader. Eine Wieso sage ich Mine? Zockst du viel Minecraft. Zwei Brocken. Jasper Schmutzpöter. Kommen wir denn hier rein? Ach, du hast schon den Eingang gefunden. Auch gut. Schon Level aufgestiegen? Dein Harald kämpft sich mit einer Wache. Ach, soll er doch. Ah, und jetzt läuft einer. Dein Harald weg. Komm, greif doch an. Gut. Alles? Ja, ich bin Level aufgestiegen. Sehr schön. Ich krieg gerade die ganze Zeit EP von dir. Und? Hä? Wie viele EP fehlen mir jetzt noch? Oh. Dolch des Gauklers. Bringt's nicht wirklich. Aber doch, der sieht aber auf jeden Fall cool aus. So, ein Gegner noch. Dann Achat brauche ich nicht. So, habe ich es jetzt mal bald. Meine Güte, noch 9 EP. 8, jetzt fehlt mir 1 EP. Ich glaub's nicht. 1 EP. Tja. Jetzt habe ich es gleich. Und Levelaufstieg. Tada. Sehr schön. Gratulation. Abgeschlossen. Der Unbezwingbare. Das hört sich schon mal gut an. Das habe ich noch nicht. Glaube ich. Doch, muss ich auch bekommen haben, denke ich. Ich schaue gerade mal. Der hier. Wo war das? Auf C. 10 Punkte erhalten. Echt? Also. Der Unbezwingbare. Ihr habt die 14. Stufe erreicht, ohne im Kampf bezwungen worden zu sein. Ja, okay, dann habe ich das auch halt. Das ist gut. Ich habe gedacht, das kam jetzt daher, weil wir so viele Typen gekillt haben. Da ist die Vorratskiste. Warst du bei der schon? Nö. Ich schau gerade mal rein. Oh. Ich nehme alles mit. Ist aber nichts Wichtiges dabei gewesen. Wir müssen dahinter.
Ich glaube, da müssen wir da innen durch, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon fast. Schauen wir mal kurz auf die Map. Okay, da sehen wir nicht sehr viel. Ja, ich laufe jetzt mal innen durch, auf jeden Fall. Jo. Und dann werden wir ja sehen, was uns dort erwartet. Ah, jetzt kommen wir in so einen Weitläufer. Ah, sieht schon ganz danach aus. Ich schnapp mir den linken. Ich meine den rechten. Aber ich denke, das ist eigentlich egal. Ja, der Meinung bin ich auch. Gut. Also bash mal da rein hier. So. Okay, meine Freunde. Ich kümmere mich mal um den Schwarzwaldwilderer, um den rechten. Der sollte auch kein Problem sein. Und jetzt gehe ich direkt auf den Gaspar. Oh, das sieht lustig aus. Gefährtenfähigkeiten. Ich nehme auch nochmal das da. Und jetzt rote Gnome. Ja. Wow. Weißt du nicht, was es bringt? Okay. Also, soll ich vorlesen oder bist du? Ja, kannst du. Ihr habt gerade zum ersten Mal die Gelegenheit erhalten, bei einer Gefährtenfertigkeit mitzuwirken. Gefährtenfertigkeiten sind mit euren Gefährten gemeinsam durchzuführende Gruppenangriffe, die sehr große Schlagkraft entfalten, wenn sie gut koordiniert werden. Je nach Reihenfolge der Mitwirkung kommt es zu unterschiedlichen Gefährtenfertigkeiten. Weitere Informationen über eure verfügbaren Mitwirkungsfertigkeiten und die Gefährtenfestigkeiten, an denen ihr beteiligt wart, findet ihr auf der Gefährtenliste im Chatfenster. Charakterfenster. Na dann. So, naja. Ja. Das wird sich, glaube ich, geben. Ja. Ich denke, es ist noch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, den haben wir besiegt. Müssen wir zurück, oder? Mhm. Nehmen wir die da oben auch gerade noch mit. Ja, oha, oder? Schau mal. Die Statue. Alles auf mich natürlich. Danke sehr. Ich weiß nicht, ob das du warst oder mein Harold. Naja. Ich schaue mir mal die Statue an. Das sieht wirklich interessant aus. Ja, die blinkt. Eine von den Dunedain gefertigte schöne Statue, in den uralten Ruinen überraschend gut erhalten. Neue Tat, die Geschichte der Dunedain. Ihr habt die Statue von Aranath entdeckt, dem ersten Anführer der Dunedain. Okay, dann müssen wir es wahrscheinlich alle versuchen, alle zu finden. Ich nehme jetzt mal die Vorratskiste. Hey, gut. Hat halt. Bereits verwendet. Geringe Zählerbrandsalbe auswürfeln. Ach. Ah, ich hab's umbekommen. Okay, der war schnell weg. Also unsere Schrei sind schon. Oh, verwüstet minus 74. Also wir gehen gerade zu sehr ab, würde ich es behaupten. Ja. Und kriegen trotzdem gute Player, wenn wir das Feind besiegen. So. Ich denke, das waren alle. Zurück zu Falco. Was mir wirklich fehlt, ist die Schnellreise. Ja, das wäre was. Mhm, warte, so läufst du immer ewig durch die Gegend. Ja. Oh je, da sind wieder ein paar. Verfüstet, minus 99. Not mit bad. Schrei, oder? Ja. Er rennt auf sie zu, schreit an und sie hat minus 99 Damage. War nix. Verzicht. Ah, minus 43 nur. Das ist mehr als genug. Und tschüss. Der Schrei zieht hier übrigens auch, gell? Also der, wie heißt der? Sportruf, der zieht auch Leben. Gut. Hast du das Eis da unten noch? Ja. Ich hab das Eis im unteren Leiste. So. Oh, sehr schön. Das wird lustig. Ihr gewinnt. Na dann. Darauf kann ich verzichten. Also packen wir's, oder? Jo, so drück zu Falco. Na. Mensch.
Wir holen jetzt auch nur von denen. Ja, 4 EP. Wut. Bringt's nicht. Webumhang der Macht. Bringt's nicht. Bringt's nicht. Naja. Hast du es mitgenommen, oder? Ja, soweit schon. Kann man bestimmt gut verkaufen. Aber der Dolch gefällt mir. Der macht nämlich Lichtschaden. Was auch immer das heißt. Perfekt ausgewogen für Gaunereien, doch ebenso wirksam bei ernsthafteren Unternehmungen. Na dann. Okay. Wahrscheinlich eher der Schurkendolch hier. Mhm. Mhm. Dietmar steht auch wieder in der Gegend rum. Bringt auch nur 11 EP. Vorher war es nur 25. Ah, eine reichhaltige Kupferader, sehr schön. Okay. Da können wir doch mal wieder eine Weile schmieden in Bre oder sonst wo. Ja, ich mache dann mal meine Felle zu Leder. Jetzt habe ich 20 Stück, das gibt 10 Leder. Aus dem Leder kann ich dann wiederum so Zusatzteile wie zum Beispiel, wo habe ich es hier, Lederriemen und so weiter machen. Und aus dem Zeug kann ich dann wiederum andere Sachen machen und es gibt viel EP. Genau. Ich habe jetzt 18 Kupfererz und 13 Zinnerz. Und noch 10 Bronzebahnen, da kann ich dann auch noch bestimmt was Schönes draus zaubern. Hoffe ich zumindest. Und sonst Hügelkrabeisen haben wir ja auch noch. Da möchte ich auch noch mehr finden. Hoffe ich mal, dass ich noch mehr finde. Ja, wir haben ja vorher gesehen, wo wir da drüben waren, in dem anderen Gebiet, also hinter Bre. Da war ja viel Hügelkrabeisen und so weiter. Ja. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? So, Falkos Kappe hat's erbracht. Und der Ohrring, bringt's der auch? Oh. Ich tue den austauschen gegen den mit der Vitalität, tue ich den raus und tue den rein. Ach, ich lasse beide. Ist mir jetzt auch nicht gleich. Ja. Wie sieht denn der Helm aus? Oh je. Ach halt, wir müssen ja wieder zurück. Schrecklich. Ach, das ist jetzt die Verfolgung am Dir. Mit dem sind wir jetzt auch fertig. Genau. Würde ich sagen, gehen wir nach Bre, oder? Ja. Auf nach Bre.